Ich habe dich durchschaut. Wer diesen Satz zu hören kriegt, der weiß, er ist ertappt worden, er hat vielleicht eine Rolle gespielt oder hat vielleicht gelogen. Aber wenn mein heutiger Studiogast Hartmut Lohmann diesen Satz sagt, dann ist Erleichterung im Raum, denn dann geht's bergauf. Er hat nämlich die Gabe, Menschen quasi mit seinen Augen zu durchleuchten, Energien zu sehen, vielleicht auch Krankheiten und in Heilung zu bringen. Ein spannendes Thema, was wir heute besprechen werden. Hartmut Lohmann ist heute bei uns. Ich freue mich sehr. Ich habe in den letzten Tagen auch das Buch gelesen, das ist eines der letzten, wie Herzen miteinander sprechen. Es gibt aber noch viel, viel mehr Bücher. Du hast Psychologie studiert in Maastricht, bist energetischer Unternehmensberater, aber auch Comedian und Künstler, malst Seelenporträts. Also viele Dinge, aber ich habe nun gerade neugierig gemacht auf dieses Durchleuchten der Menschen. Ich habe schon öfter von Menschen gehört, die diese Gabe haben. Bin fasziniert davon, kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen, wie merkt man, dass man so eine Gabe hat? Wie hast du es gemerkt und wann? Oh, Katrin, das ist schon lange her. Also seit 15 Jahren betreibe ich jetzt die Qi-Heilung in eigener Praxis. Und damals, wie gesagt, habe ich in Maastricht Psychologie studiert und habe mich mit dem eigenen Körperbild erstmal befasst, weil mir aufgefallen ist, dass jedes Trauma einen Abdruck im Körper hinterlässt. Also wenn wir traumatisiert sind, wir laufen anders, wir bewegen uns anders und wir fühlen uns anders. Und in der Traumatherapie ist das schon bekannt, dass es sozusagen jedes Trauma einen Ort im Körper hat, sagt man. Mhm. Und aufgrund meiner eigenen Traumatisierung, ich war damals auch ziemlich schwer beieinander, emotional ging es mir auch nicht so gut, habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht, um zu schauen, wie kann ich mir selbst helfen und dadurch natürlich auch anderen besser helfen. Und den eigenen Körper zu erfühlen, zu erforschen, das war mal das Erste und Wichtigste, das ich auch jedem immer in die Hand geben möchte, wenn er seine emotionale Entwicklung vorantreiben will, auch seine Hellsichtigkeit vielleicht vorantreiben möchte, geht es erstmal darum, den eigenen Körper zu fühlen. Also nicht in andere Welten abzuschwirren, sondern einfach mal das Herz fühlen, den Körper fühlen, den Atem spüren und sich dann sozusagen innerlich wie eine Karte schaffen, wie man den eigenen Körper wahrnimmt. Denn, Katrin, das kannst du sicherlich auch nachvollziehen und vielleicht auch die Zuschauer zu Hause. Wenn man in seinen Körper hineinfühlt, fühlt er sich ganz anders an, als er physisch aussieht. Ja. Also wenn du in dein Herz reinspürst, ist es weiter, größer, offener. Es ist ja nicht so eng wie dein physischer Körper. Mhm. Ist doch spannend. Aber die wenigsten Menschen können das ja. Also viele Menschen fühlen ja erst ihren Körper, wenn sie wirklich chronisch krank sind. Also wenn, oder wenn das Bein gebrochen ist oder... Also dieses sich mal hinsetzen und in den Körper fühlen, wer nimmt sich schon diese Zeit? Ne? Also Menschen, die meditieren, machen das zum Beispiel. Genau, also viele machen das erst, wenn sie anfangen zu meditieren. Aber genau darum geht es ja, also das wieder zu schulen und auch als normal zu betrachten. Also dass ich mir mal 5 Minuten am Tag Zeit nehme, um mich zu fühlen. Denn wir ignorieren den Körper ganz gerne. Wir sehen ihn immer so ein bisschen so als Lastkahn oder Esel an. Der muss einfach funktionieren, bis er eben dann zusammenbricht. Genau. Mhm. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir begreifen, jedes Gefühl hat einen Ort im Körper. Und das nennen wir eben auch die Chakren. Das war der erste Schritt, den ich auch für mich selber gehen musste, zu fühlen, aha, Liebe ist im Herzen. Also Liebe ist wirklich im Brustkorb, aber Wut hat man im Bauch. Mhm. Das fing an, damit fing es an damals, also zu unterscheiden, aha, Wut habe ich im Bauch und Liebe im Herzen. Lebensfreude damals noch ein bisschen knapp im Oberbauch, ja, also wo man sich auch so den Bauch hält vor Gelächter, da sitzt die Lebensfreude. Mhm. Und sukzessive, Stück für Stück, konnte ich diese Puzzlestücke zusammensetzen und habe gemerkt, das sind ja eigentlich die Chakren. Ja? Also so wie ich das hier spüre, das ist ja die indische Chakrenlehre. Man muss dazu sagen, ich komme halt nicht aus der Esoszene, wie gesagt, ich bin sehr westlich geschult und unterrichtet worden und wollte natürlich auch ganz normaler Psychotherapeut werden ursprünglich. Und, warum eigentlich? Also was war der Auslöser zu sagen, ich möchte mich mit der Psyche des Menschen befassen? Ach, das war immer mein Traum. Ich wollte Schriftsteller werden und Therapeut. Mhm. Also das, was ich jetzt auch heute bin, aber nur ein bisschen anders. Mhm. Und, ach ja, meine eigene Kindheit war sehr holprig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, das Interesse an der Psyche ist so alt, wie ich selbst möchte ich fast schon sagen. Ich glaube auch, dass wir alle damit geboren werden. Wir wollen verstehen. Und wir wollen einfach begreifen, wie das Bewusstsein funktioniert. Ich glaube, dass ein Kind ist auch schon so, dass es begreifen möchte. Theory of Mind sagt man ja dazu, also dass man begreift, aha, es gibt mich unabhängig von anderen und das, was ich denke, existiert bis zu einem gewissen Grad unabhängig von anderen. Und da geht es ja schon los, dass wir auch als Kinder Theorien entwickeln. Wie kann ich eine Lüge vielleicht verstecken? Du hast vorhin von Lügen gesprochen. Wie kann ich meiner Mutter vielleicht was erzählen, dass sie nicht merkt, dass ich lüge? Das sind ja alles schon Theorien. Also, und wo wir Experimente geradezu machen, schon als Kinder, um herauszufinden, wie das eigene und fremde Bewusstsein funktioniert. Und irgendwann hören wir leider damit auf. Muss man fast schon sagen. Denn das ist eigentlich ein ganz spannendes Entwicklungsfeld. Das Bewusstsein ist ja das,
Entwicklungsfeld schlechthin. Es gibt gar kein anderes. Trotzdem bist du ja irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo du deinen Körper gefühlt hast. Das heißt, du hast dich irgendwann mal in eine Meditation gesetzt und angefangen. Warum überhaupt? Also schon mit sehr jungen Jahren, ne? Das war, glaube ich, während des Studiums schon. Also ich war schwer depressiv früher, muss ich ganz ehrlich sagen, bis hin zu suizidal. Kann ich ja offen drüber sprechen, weil ich sage immer, Selbstmord ist auch nur ein Lösungsversuch, ja, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr, es reicht. Und das ist einfach nur ein Lösungsversuch, wo man an einen Punkt im Leben gekommen ist, wo man denkt, es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Mhm. Gott sei Dank habe ich dann die Meditation eben für mich entdeckt und ja, es ging einfach darum, erstmal das eigene Leid loszuwerden. Aber über die Meditation fand ich dann eben die Chakren, wie gesagt, also dass ich gemerkt habe, wenn ich also in mich hineinspüre, dann fühle ich da Räume in mir und habe das auch zunehmend mit Farben in Verbindung bringen können. Also wenn ich zum Beispiel in mein Herzchakra reingefühlt habe, dann habe ich so innerlich grün gesehen. Erstmal nur innerlich. Mhm. Die Farbe grün gesehen. Und wenn ich dann in den Unterbauch reingespürt habe, habe ich so orange, wie so eine Glut, wie so ein Feuer gesehen. Da dachte ich, okay, spannend, da orange, da grün. Immer wieder da orange, da grün. Spannend, ja. Mhm. War wiederholbar. Ich mache es jetzt kurz, das ging über Jahre. Diese Entwicklung hat lange gedauert und tausende von Stunden Meditation gebraucht. Das ging nicht in einer Meditation. Und dann eben kam es zu diesem Schlüsselereignis, wo ich dann die Aura des Menschen sehen konnte, wo ich dann diese Energien außerhalb meines eigenen physischen Körpers sehen konnte. Also wenn ich dich zum Beispiel anschaue, dann sehe ich dich wie so in Seifenblasen gehüllt. Also dein Kopfchakra zum Beispiel ist so eine, wie so ein Astronautenhelm, ja. So ein bisschen so eine Seifenblase. Ja? Mhm. Aber eben auch dein Herzchakra und dann eben auch das Wurzelchakra mit mehreren Löchern drin, ehrlich gesagt. Und da geht's schon los. Also, und dann ist, ja, das ist, jetzt wird's halt schon interessanter. Also, wenn man sich jetzt fragen kann, ja, was hat das zu bedeuten? Also, in diesen Seifenblasen, nenne ich es jetzt einfach mal, das entspricht den Chakren, dampft aus deinem Körper eine, für mich, wie so gläserner Rauch, ja, also wie so eingefärbter Nebel, wie so farbiger Nebel, wallt aus deinem Körper heraus. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Energie erzeugst, oder einfach durch eine Emotion, die du spürst, wallt sozusagen mehr Energie in diese Kugel, ja, in diese Kugelform. Und dann ist sozusagen, dann fühlt man vielleicht mit ganzem Herzen, ja, oder eben halbherzig. Und genauso kann man sich sicher fühlen oder in Teilbereichen unsicher. Jeder kennt das, ist das Normalste von der Welt. Mhm. Aber wir bringen es in der eigenen Wahrnehmung nicht mit dem Körpergefühl überein. Und das ist genau das, was man lernen kann. Das ist nämlich recht simpel, wenn man ehrlich ist. Man spürt seinen Körper recht schnell, wenn man einfach mal in den Körper reinfühlt. Und dann wird man auch gut nachvollziehen können, was ich sage. Dass es nämlich einfach Stellen und Bereiche gibt, die spürt man sehr gut. Und da fühlt man sich wohl in der eigenen Haut. Mhm. Und dann gibt es Stellen, da fühlt man sich nicht wohl in der eigenen Haut. Und die sind spannend, weil da sitzen die berühmt-berüchtigten Blockaden. Jetzt angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen mit meinem löchrigen Wurzelchakra, mit meinem großen Herzen, was ich eigentlich habe. Es ist nur gerade verschüttet. Nein. wie würdest du jetzt vorgehen? Du hast mir jetzt schon ein paar Sachen gesagt und wahrscheinlich wirst du nicht alles sagen hier vor der Kamera, was du siehst. Mhm. Aber wie würdest du mit einem Patienten vorgehen, der zu dir kommt und sagst, du, ich fühle mich jetzt immer so abgeschlagen und irgendwie fühle mich blockiert, ich bin nicht in meiner Kraft. Mhm. Und was würdest du mit demjenigen machen? Also wir können es ein bisschen konkreter auch machen, also an einem Beispiel, ohne jetzt zu sehr ins Private zu gehen. Ja, ich weiß, die Kontenance zu wahren. Also zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir in die Praxis kommen würdest, würden wir über ein Gefühl sprechen, das dir sehr fremd ist, das sehr unbewusst ist, aber das recht stark ausgeprägt ist bei dir, und zwar Schuldgefühle. Mhm. Das Wurzelchakra bei dir ist durch Schuldgefühle blockiert. Und Schuldgefühle muss man verstehen, wenn man darunter leidet, hat man nicht das Gefühl, ah, ich fühle mich so schuldig die ganze Zeit, sondern es geht eigentlich darum zu funktionieren. Es geht darum, etwas auszugleichen. Also zum Beispiel, also Schuldgefühle sind von der positiven Seite, die in der sozialen Verantwortung. Mhm. Also Menschen, die ein sehr starkes soziales Verantwortungsgefühl haben, leiden oft auch unter Schuldgefühlen. Das merken sie aber nicht, weil sie es ausagieren. Und sie wollen funktionieren zum Beispiel. In der Kindheit geht es schon los. Das Baby wird geboren, man wird als Baby geboren. Das Wurzelchakra wird ja in der Kindheit geprägt, also in der Säuglingsphase. Mhm. Das Kind, auch ein Baby, möchte ein Geschenk für die Welt sein und möchte, dass die Konten sozusagen, die emotionalen Konten ausgeglichen sind. Die Mutter gibt, das Baby möchte auch geben. Mhm. Und wenn da was schiefläuft, und das tut es fast immer, dann sammeln sich Schuldgefühle bei dem Baby an, weil es spürt alles. Ein Kind, ein Baby hat alle Chakren, hat dadurch alle Gefühle. Es ist ein kompletter Mensch mit allen Gefühlen, mit Scham, Schuld, ja, Ekel, Neid, alles ist schon da. Das ist das, was wir immer vergessen. Wir denken, ein Baby würde nur schreien, braucht nur Wärme und Futter. Nein, das ist viel mehr. Es ist ein ganz komplexes Gefühlswesen. Und wenn das Baby jetzt sensibel spürt,
meine Mutter gibt mir, aber meine Mutter nimmt meine Liebe zum Beispiel gar nicht so richtig an. Mhm. Ich habe so ein schönes, großes Herz, ich habe so viel Liebe zu geben, aber sie liebt sich selbst nicht stark genug, um meine Liebe zu spüren. Weil nur ein Mensch, der sich selbst liebt, kann ja auch Liebe annehmen. Mhm. Dann wird das Baby lernen, aha, ich stehe in der Schuld meiner Mutter. Und dann sagt die das vielleicht sogar noch. Solange du die, der Vater, das ist ein Spruch vom Pater, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und bla bla bla. Also Eltern arbeiten heutzutage immer noch sehr gern mit Schuldgefühlen, dass sie den Kindern Schuldgefühle machen, um sie zu sozialisieren, um sie zu erziehen. Das ist furchtbar, das ist emotional eigentlich nicht korrekt. Es wird aber gemacht und dadurch reichern diese Schuldgefühle an. Und dann entsteht so ein Muster, dass man selbst nicht mehr entscheiden darf, wann darf es mir gut gehen. Das muss von außen kommen. Wenn man sowas jetzt bei sich erkennt, also ja. Schuld oder vielleicht auch, bleibt man mal bei der Schuld, weil vielleicht die Mutter auch selber nicht Liebe geben konnte, das hat man auch sehr oft. Ne? So. Also was macht man dann? Also oder was machst du man dann? Man adressiert exakt dieses Gefühl, jetzt geht es nämlich los. Das ist jetzt Chi-Heilung par excellence. Ja, ja, weil das ist, es ist im Grunde so simpel, wenn man einmal begriffen hat, wie es geht. Ich rufe dieses Gefühl beim Namen. Mhm. Die Gefühle hören auf uns, also ja, wie ein Hund sozusagen, der die Ohren spitzt und sagt, ja, also Tim, komm, ja, mhm. So kann ich sagen, Lebensfreude, komm, Liebe, komm, oder ich kann sagen, Schuldgefühl, komm. Also man sagt, das Schuldgefühl darf vor einem erscheinen. Wenn du also das machst, du gehst Beispiel, mit deinem Patienten in eine Meditation und er ruft dann die Bilder hoch oder die Gefühle. Oder wenn ich mit jemandem arbeite, kann ich das für ihn tun. So. Das ist jetzt mal der nächste Schritt. Okay. Ich kann dein Schuldgefühl sozusagen, ja, ich kann es berühren. Okay, ja, und dann nimm's mal raus. Dann, ja, und dann, ja, aber das ist jetzt ja nicht, was jeder für sich selbst tun kann. Und das ist mir jetzt erstmal wichtig, dass das jeder zu Hause vielleicht auch mal wirklich mal macht. Ja? Also machst du es vielleicht stellvertretend für die zu Hause. Wenn du sagst, mein Schuldgefühl darf vor mir erscheinen, spürst du Angst. Ja. Das ist genau typisch. Diese Schichtung. Also der Abwehrmechanismus, sagt man in der Psychologie. Mhm. Angst, du schützt dich mit Angst vor dem tieferen Gefühl. Du könntest denken, wenn das jetzt weit stärker wäre, bei dir ist es nicht so stark, könntest du neurotisch sein, dann würdest du ständig unter Ängsten leiden und sagen, oh, ich brauche Tabletten, ich habe so viele Ängste. Nein, Angst ist gar nicht dein Problem, das Schuldgefühl ist dein Problem. Aber das ist so tief und niemand redet darüber, weil es ja auch systemisch ist. Also wir haben ein Schuldgeldsystem, sagt man, ist das wirklich der Begriff? Mhm. Also, wir haben Schulden. Unsere ganze Gesellschaft ist auf Schulden gebaut und dadurch auch auf Schuldgefühle. Und das ist eben auch das Zweite, was ich immer ganz gerne aufzeige. Oft sind die Probleme, die wir haben, systemisch. Das heißt, sie sind gesellschaftlich indiziert und sogar gewünscht und gewollt und gefördert. Und ja, deswegen muss man sich da rausnehmen. Nochmal konkret zu dir zurück. Du könntest erlauben, dass dein Schuldgefühl singular, die Summe der Schuldgefühle, das ist wie so eine fraktale Wolke in deinem Wurzelchakra, die kann dann vor dir erscheinen, die rutscht dann wie nach vorne und dann kannst du damit arbeiten. Dann kannst du dazu sagen, ich gönne dir alles, was du brauchst, ich vergebe dir, damit du dir selbst vergeben kannst. Und dann schrumpft das, wird kleiner. Ja, ich gönne dir all die Liebe, Wertschätzung und das Selbstvertrauen, das du brauchst, um zu heilen. Jetzt bekommt Gönnen, ist ein ganz wichtiges Wort in der Chi-Heilung, weil Gönnen ist völlig unabhängig von dem, was ich besitze. Wenn ich sagen würde, ich gebe dir, müsste ich es haben. Dann müsste ich es jetzt in meinem Herzen haben und dann könnte ich es geben. Ja? Wenn ich es nicht habe, und das ist ja das Hauptproblem, dass wir es nicht haben, kann ich es nicht geben. Aber wir sind ja ein ganzes System, wir sind alle Chakren. Ob ich das jetzt weiß, fühle oder Zugang dazu habe oder nicht, ist völlig egal. Das ist der Witz. Wir sind alle Chakren, immer. Also kann ich gönnen und dadurch zapfe ich sozusagen wie, ja, eine Quelle an, die jetzt völlig unabhängig von meinem kleinen menschlichen Bewusstsein ist und gönne diesem Anteil alles, was er braucht. Dann schmilzt das Schuldgefühl und wird kleiner und löst sich auf. Es ist wie ein Hunger, der gestillt wird. Du hast auf deiner Seite ganz viele Meditationen in der Richtung, also eigentlich für alle Probleme. Fast, würde ich sagen. Also da habe ich gesehen Wut und Scham und das Herz öffnen und das war, ist im Prinzip ähnlich. Ne? Das sind Meditationen, die man sich entweder selber downloaden kann und sprechen kann oder man kriegt sie fertig von dir und man kann sie dann machen. Finde ich eine gute Variante, vielleicht auch mit dem Thema Wut umzugehen. Also ich habe bei mir bei so einer Herzreise gesehen, dass ganz viel Wut in mir ist. Also diese Lava im Bauch habe ich auch gesehen und auch gefühlt. Also da fühlte sich der Körper richtig verspannt an. Und das ist ja was viele deckeln. Ne? Wir machen ein bisschen Yoga, wir reisen schön in Urlaub, wir machen es uns zu Hause schön, wir sind eine harmonische Familie, wir sind Licht und Liebe. Und das habe ich mittlerweile auch erkannt, dass damit viele das immer
Deckel, ne? Aber es ist da, es ist ja da, es ist in unserem Körper gespeichert. Ja, das ist ein generelles Problem, also nicht nur in der Esoterik-Szene, sondern das ist natürlich auch bei meiner Familie zum Beispiel war es auch so. Weihnachten war immer ganz furchtbar, endete immer in Tränen, weil natürlich alles perfekt sein musste und wir jetzt perfekte Familie spielen mussten und dann war natürlich das Drama vorprogrammiert. Und das kennt, glaube ich, jeder. Also wenn ich einen Anspruch schaffe, ein Ideal, so habe ich zu sein und so bin ich aber, dann fühle ich da sozusagen ein Gefälle, eine Diskrepanz. Und eins von beiden wird gewinnen und rate mal, was dann gewinnt. Normalerweise natürlich immer so, wie es wirklich ist. Ja? Und dann werde ich also diesen Stress empfinden und mir selber machen, den ich aus dieser Diskrepanz heraus empfinde, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht genüge. Deswegen ist es viel, viel schlauer, immer den Ist-Zustand erstmal zu spüren. Also wie ist es denn einfach? Und das wieder über das Körpergefühl. Wie fühle ich mich? Nicht, wie hätte ich es gerne, sondern einfach, wie ist es denn? Und da Drama rausnehmen. Also der Schatten gehört immer zu uns. Also es ist immer irgendein Schatten da. Also wir haben so die Idee, ach ja, die Gurus erzählen das ja auch ständig. Und dann meditiere ich, dann finde ich Erleuchtung, dann bin ich nur noch Licht und Liebe. Und dann, ach, dann strahle ich nur noch nachts und Tag. Und, ja. Aber der Schatten gehört ja zum Licht dazu. Es ist wie Yin und Yang. Es ist völlig absurd zu glauben, okay, und dann habe ich nie wieder werde ich gekränkt reagieren und nie wieder werde ich traurig oder ängstlich sein. Das sind Gefühle, die gehören zu unserer menschlichen Existenz dazu. Die Frage ist, wie weit ist es dann ein Drama für mich oder kann ich einfach ganz entspannt dabei lächeln? Angst empfinden ist völlig normal, ist gesund. Ich sollte mich aber nicht von meiner Angst bedroht oder überwältigt fühlen. Dann sollte ich mit meiner Angst arbeiten, dann werde ich der Therapeut meiner Angst. Lebensfreude ist gut und gesund, ja. Vielleicht zu viel davon und dann ist man albern, lächerlich oder so. Ja? So also es muss ja alles in Balance sein. Auch die positiven Gefühle können übertrieben werden. Das wird oft vergessen. Ja? Also zum Beispiel Freiheit war jetzt ja groß in Diskussion auch während der Corona-Phase. Und da war ja das Konstrukt dieses, solange deine Freiheit meine Freiheit nicht einschränkt, ist es in Ordnung. Aber wenn deine Freiheit sozusagen meine Freiheit einschränkt, darf ich deine Freiheit eingrenzen. Das stimmt schon mal nicht, ja, aber Freiheit kann man auch übertreiben. Das wird sehr gerne in der Esoterik. Ja. Ich muss absolut frei sein, also lasse ich mich jetzt scheiden, lasse meine Kinder im Stich, ich muss jetzt in Ayurveda-Kur machen in Indien, ich muss Erleuchtung finden. Totaler Egoismus verpackt in einer esoterischen Schale. Ja. Und da muss man, also, es muss immer in Balance sein. Und wir müssen, glaube ich, da lernen, ehrlicher zu werden und beide Seiten zu wertschätzen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann ja meinen eigenen Schatten wertschätzen. Und das ist der wichtigste Schritt für Therapie. Dass ich nicht sage, also ich habe da ein Problem. Also erstmal beobachten und sehen, dass er überhaupt da ist. Also das viele fällt den meisten, das wir wissen ja, ja wir nicht. Kennen ja alle unser Problem, glaube ich. Also jeder kennt sein, jeder kennt, also hat ein Problem und kennt das auch, glaube ich, sehr gut. Also vielleicht im Unterbewusstsein, aber also es gibt dann sozusagen in der Folge ein noch tieferes Problem, was vielleicht noch unbewusst ist. Okay. Aber wenn ich ein Problem habe, ist sozusagen wie eine Spitze vom Eisberg. Über die Spitze vom Eisberg habe ich den ganzen Eisberg. Das ist nämlich auch der Trick. Ich habe, wenn ich ein Problem habe, habe ich immer auch Kontakt zu dem Problem, was es ist, dahinter. Man kann sich das wirklich wie so einen Eisberg vorstellen. Nehmen wir an, ich hätte Angst. Ja? Und dann ist sozusagen, der Zipfel ist die Angst. Und das ist eigentlich der Abwehrmechanismus, was ich gerade gesagt habe. Und Angst ist überhaupt nicht mein Problem, es ist irgendwas anderes dahinter. Was ich aber nicht weiß, weil ich soweit gar nicht fühlen kann. Dann kann ich trotzdem über den Zipfel der Angst, habe ich Kontakt zu dem Ganzen. Das ist energetisches Prinzip. Wenn ich also jetzt mit diesem einen Teil arbeite und das beim Namen rufe, also nehmen wir an, ich hätte Flugangst. Ja. Ja. Und Flugangst ist aber gar nicht mein Problem, sondern Mutterkonflikt, weil ich irgendwie nicht genug die Brust gekriegt habe oder irgendwas. Ja? Also, und deswegen eigentlich Hass auf die Mutter. Es ist eigentlich Hass auf die Mutter und ich hasse eigentlich auch Fliegen, ich hasse das Flugzeug, wie ich meine Mutter hasse oder sowas. Ja? Irgendwas verrückt Konstruiertes. Okay, dann könnte ich über die Flugangst das ganze Problem bearbeiten und adressieren und lösen. Ich müsste selber nicht wissen, was es exakt ist. Ich muss eben, das ist wieder Qi-Heilung, ich müsste es nur korrekt auflösen. Also ich adressiere es, ich rufe es beim Namen, ich lasse es vor mir erscheinen, meine Flugangst darf vor mir erscheinen. Energetisch wird dann wie eine Wolke, eine Blockade wird sich zeigen und mit der kann ich dann arbeiten und sprechen. Und die Sätze, die ich dann dazu sage, die sind halt entscheidend wichtig, weil noch einmal, das Wichtigste ist, ich gönne dir alles, was du brauchst, nicht ich gebe. Wir können es nicht geben. Wenn wir es geben könnten, wäre es ja schon geheilt. Dann würden die Kräfte einfach fließen, zack und weg. Wir können es nicht. Ja, aufgrund unserer Prägung. Und deswegen ist es schlau, man muss mit irgendwas Überpersönlichem arbeiten. Das muss aber nicht das Kronenchakra oder Jesus sein, sondern das kann einfach etwas sein, dass ich sage, ich gönne dir alles, was du brauchst. Das ist so ein Schlüsselsatz in der Qi-Heilung, um die Kräfte wieder zum Fließen zu bringen.
Wir sind ja schon mitten in der Qi-Heilung, wo du auch ein Buch drüber geschrieben hast und eine eigene Therapieform. Das ist im Prinzip das, was wir gerade schon angefangen haben zu besprechen. Mhm. Wie lange dauert sowas? Das klingt für mich wie bei Hypnose, wo man nach 2-3 Sitzungen durch ist mit dem Thema. Wir versuchen das immer so schnell wie möglich. Das ist auch absolutes Ziel. Ich finde es komisch, also jede Therapie, vom egal was man macht, also ob man jetzt Mediziner ist oder Psychotherapeut ist oder Ayahuasca macht oder was auch immer. Ich meine, es sollte ja das Ziel jeder Therapieform sein, so schnell wie möglich ans Ziel zu gelangen, also dass der Patient Heilung findet. Das Gefühl habe ich aber bei Psychotherapeuten, bei klassischen nicht. Nicht. Weil dort muss man sich darauf einstellen, dass man 50 Sitzungen hat. 100 schon mal. Dann, ja. Ja. Und dass man katalogisiert wird in die Schwere des Problems. Und, Das fing ja, ich habe das ja studiert und es fängt ja bei den Büchern schon an. Also 95% des Buches gehen über das Problem und 5% maximal sind dann Lösungen. Dann denkt man so, wo kommt denn jetzt mal die Lösung? So, ja, Und das ist eben, ja, das ist ein systemisches Problem auch wieder. Also, was wir wollen, ist so schnell wie möglich helfen. Aber klar, jeder Fall ist anders. Es gibt Fälle, denen kann man sehr gut schnell helfen. Dann gibt es Fälle, die sind wirklich sehr renitent. Das ist normal. Das ist, weil der Mensch ist ein Individuum und jeder Fall ist anders. Mhm. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch mit dem, mit 2-3 Energiesitzungen, dann ist das Problem weg. Weil wenn man sagen wir mal, man hat Wut und Hass in sich, ne? Und hat gespürt, das sitzt in jeder Zelle, weil man vielleicht über viele Jahre gemobbt wurde. Ja. Zuvor die Eltern natürlich der Auslöser waren für das Mobbing später, weil man es zugelassen hat. Und der normale Psychologe würde vielleicht sagen, du brauchst jetzt einen Traumatherapeut, am besten noch einer, der mit deinem Körper arbeitet, damit das raus kann. Du musst es mal rausschreien, du musst es rausprügeln auf dem Kissen oder was auch immer. Könnte das auch damit einhergehen, also dass man vielleicht beides macht? Zum einen dieses Energetische, aber auch dieses, dass man endlich mal das befreit? So, da sind wir jetzt in einem ganz spannenden Bereich. Okay. Weil es ist genau das. Das ist ein Klassiker auch wieder. Also es ist, wenn die Wut in jeder Zelle sitzt, wie du es sagst, vor allem du hast auch vorhin davon gesprochen, dass der Körper verspannt ist, dann kann ich davon ausgehen, das ist Autoaggression. Das ist keine Aggression. Das ist die Wut gegen mich selbst. Mhm. Die kann ich nicht rausschreien. Okay. Die kann ich auch nicht rausprügeln. Sondern? Da müsste ich mich ja selber prügeln. Mhm. Ja, ich muss. Aber das sind ja vielleicht dann die Störungen, die manche haben, die sich selber verletzen, oder? Das ist nochmal was anderes. Aber, okay. Aber jetzt bleiben wir jetzt mal dabei. So, jetzt geht's schon los. Ich muss es richtig adressieren. Ja? Jetzt muss ich, du müsstest zum Beispiel sagen, also die Wut auf mich selbst darf vor mir erscheinen. Nicht die Wut auf andere, die Wut auf mich selbst. Weil ich mir selbst auch wieder die Schuld gegeben habe für das Mobbing. Ich war ja schuld. Mhm. Mit mir stimmt ja was nicht. Und das ist jetzt natürlich wieder der Punkt. Wenn ich schuld bin, zeigen alle Aggressionen auch in die falsche Richtung. Nicht nach außen, sondern nach innen. Das ist zum Beispiel, das kommt in der Psychotherapie überhaupt nicht vor. Das kommt, also ich kenne mich da aus. Ich aktiviere auch immer neu irgendwie die Bücher, die ich lese. Aber es ist die Autoaggression, vor allem der Selbsthass zum Beispiel. Das gibt es als Wort in der Psychotherapie nicht ausreichend in dem Maße, dass man sagt, das hat einen Ort im Körper. Und ich muss es auch als Selbsthass dann bezeichnen und auch entsprechend so aufrufen, sagen, mein Selbsthass darf vor mir erscheinen. Und dann kann ich damit überhaupt arbeiten. Weil selbst wenn ich mit meinem Hass arbeiten würde, kommt da nichts. Jemand, der unter Selbsthass, das sind zwei Seiten. Eines ist zwar das gleiche Gefühl, aber es ist nicht dasselbe. Es ist wie zwei Seiten. Der Hass kann sich ursächlich nach außen gerichtet haben. Dann zeigt er ja von mir weg. Den wird man viel schneller los, by the way. Viel schlimmer ist Selbsthass. Der sitzt im Körper. Da verspannt sich dann auch der Körper. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Stress, den die Leute immer haben. Ja? Und den muss ich auch, kann ich energetisch vor mir erscheinen lassen. Und dann kann ich überhaupt vernünftig damit arbeiten. Weil sonst arbeite ich ganz mit der falschen Adresse. Ich klingel bei Müller und muss zu Meier. Aber es kann passieren, dass Müller und Meier eins draufkriegen, wenn ich schlecht drauf bin, oder? So oder so. Aggressionen. Gereizt haben. Ja, klar. Aggressionen können in viele Richtungen gehen. Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also, wo man auch wieder sieht, also, ja, man muss es richtig adressieren, ja, um dann damit vernünftig arbeiten zu können. Was haben wir denn jetzt in den letzten 2-3 Jahren erlebt? Also, ich habe da sehr viel Angst, sehr viel Hass und sehr viel Wut in den Menschen gesehen, egal auf welcher Seite. Und es wurde ja auch auf die Spitze getrieben und ein Spalt extra getrieben seitens der Politik, seitens der Medien. Und es hat Sachen zutage befördert bei, also ich weiß nicht wie viel Prozent der Menschen, aber bei sehr, sehr vielen. Also Traumas hochgeholt, Traumata wahrscheinlich von früher, oder? Ja, ich habe das ja auch in meinem Buch, Wie Herzen miteinander sprechen, dass ich genau das aufzeige, dass es einfach Probleme gibt in der Gesellschaft, die systemisch sind. Und was wir hier gesehen haben, ist einfach die Spaltung.
in der Gesellschaft. Mhm. Und damit das überhaupt funktioniert und als Propagandamechanismus greift, braucht es die Spaltung erstmal in uns. Also erst spaltet sich das Bewusstsein und dann spaltet sich die Gesellschaft. Mhm. Was ist denn da gespalten? Eines der wichtigsten Dinge, die wir von uns spalten, sind die Aggressionen und unsere Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Wir zertrümmern und zerspalten unseren Selbstwert. Das ist leider so, auch da kann ich jetzt erstmal nichts Beschönigendes zu sagen. Es ist wirklich, das nennt man in der Forschung auch Adultismus. Das ist die systemische Abwertung des Kindes, also das Äquivalent zu Sexismus. Gibt es Adultismus, sollte als Wort auch bekannter werden. Das heißt also, dass wir, ein Beispiel, wenn ein Kind genau weiß, was es will, ist es vorlaut. Ein Kind, das eine klare Sprache spricht, ist frech. Ja. Und es bekommt Schuldgefühle. Kindermund tut Wahrheit kund, aber die Wahrheit wird selten gerne gehört. Ja. Mhm. Ja, und dann gibt es ja Eltern, die das Kind erstmal wieder, du musst ja brav sein, du musst dich anpassen. Es muss 6 Stunden, 8 Stunden am Tag stillsitzen, was völlig unnatürlich ist. Mhm. Es soll Sachen lernen, für die es sich nicht interessiert. Dinosaurier sind super interessant, da könntest du Professor werden, ja, und habilitieren quasi, schon mit 9 Jahren, aber das darf es nicht, damit darf es sich nicht befassen, es muss jetzt Mathe machen. Mhm. Also wir könnten stundenlang darüber sprechen, das ist wirklich nicht gesund. Und was da passiert, ist, dass der Selbstwert des Kindes stark leidet. Mhm. Was passiert jetzt mit diesen Abwertungen des Selbstwertes? Wir spalten die von uns. Das ist auch ganz spannend, das machen hauptsächlich Menschen, das machen Tiere nicht so. Spalten ist wirklich das ist der tiefste Abwehrmechanismus, den wir haben. Also das ist wirklich so, als würde ich mir den Finger abschneiden. Ich schneide etwas von mir ab, was zu mir gehört. Mhm. Das tut weh, ja. Deswegen brauchen wir dann einen starken Abwehrmechanismus, um das nicht zu sehen, nicht zu spüren. Es bedeutet aber auch, dass ich etwas von mir wirklich energetisch erschaffe, was danach wie nicht mehr zu mir gehört. Mhm. Es ist zwar in meinem Energiekörper, ich könnte es zum Beispiel dann auch sehen als einen Anteil, der da ist. Aber du würdest behaupten, das ist Fremdenergie oder das gehört nicht zu mir. Das, ja, wo kommt denn dieses Gefühl her? So, du würdest stark damit fremdeln und stark negativ mit einem völlig anderen Gefühl darauf reagieren. Also Angst eben zum Beispiel oder Wut. Oder Abwehr oder Flucht. Genau, also Abwehrmechanismus. Du würdest mit dem Abwehrmechanismus reagieren und nicht mit dem primären Gefühl, also mit dem, worum es wirklich geht. Also zusammengefasst können wir sagen, Minderwertigkeitsgefühle sind diejenigen Gefühle, die wir am meisten von uns gespalten haben, für die wir keine Verantwortung übernehmen. Das ist nämlich das Resultat daraus. Das heißt, jeder Mensch, wirklich, ich kann das nach all den Jahren jetzt wirklich sagen, jeder Mensch hat Minderwertigkeitsgefühle. Auf irgendeinem Gebiet, auf jeden Fall. Das ist völlig normal. Ich kann einen Nobelpreis gewonnen haben. Wahrscheinlich habe ich das sozusagen nur, hat mich das so angetrieben. Aber zu Hause türmt sich der Abwasch und man ist vielleicht Messi oder so. Ne? Auf der einen Seite Experte, auf dem anderen Gebiet. Völlig normal. Und das ist zum Beispiel, da müssten wir viel, viel ehrlicher werden. Hm. Weil wir immer noch, wir haben dieses Ideal, ja? Ja, wenn jemand einen Nobelpreis gewonnen hat, dann ist das so, ja? Dann geht es ihm doch super. Oder wenn er einen Oscar gewonnen hat, nicht wirklich. Ja? Also wir haben Minderwertigkeitsgefühle stark von uns gespalten und wir übernehmen keine Verantwortung für die. Was passiert denn dann mit denen? Wie agieren die aus? Daher kommt das auch, dass sich das auf die Kinder dann wieder überträgt. Die Mutter, die im Kontakt mit dem eigenen Kind, bekommt jetzt das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein. Ja? Also das Kind macht irgendwas, will Gummibärchen oder so. Jetzt bekommt die Mutter aus dem abgespaltenen Minderwertigkeitsgefühl, das kommt jetzt so hoch, so wüp. Sie übernimmt keine Verantwortung dafür, weil es gespalten ist. Also sie sagt nicht, oh, ach, interessant, Timmy hat was gemacht und ich fühle mich jetzt gerade minderwertig. Spannend. Dann muss ich mich mal ein bisschen um mich kümmern und dann muss ich mich wohl aufwerten und irgendwie besser. Ich muss irgendwas machen, dass es mir besser geht. Nein, 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 nein. So läuft das nicht. Sondern da es abgespalten ist, agieren wir wie eine Marionette. Aus dem Minderwertigkeitsgefühl wird eine Schuldzuweisung. Und wir sagen jetzt, weil Schuld heißt immer, ich übernehme keine Verantwortung für mich. Ja? Ich sage, Timmy, böser Timmy. Ja. Also, ja, wie kann man nur? Ja, weil ich bin die Gute, ich bin eine gute Mutter. Mhm. Ja, aber in Wirklichkeit fühle ich mich ja schlecht, sonst wäre ich nicht so laut, ne, und würde nicht so negativ fühlen. Und Timmy lernt jetzt, aha, also ich bin schuld, ja, und meine Mutter, wenn sie sich schlecht fühlt, also gibt mir die Schuld und so. Und so übertragen wir Minderwertigkeitsgefühle, weil Timmy wird sich jetzt bestimmt nicht gut fühlen dabei. Und der Selbstwert von Timmy wird wahrscheinlich nicht gerade gepäppelt und gehätschelt gerade. Ne? Es ist ja oft so, dass Kinder im Prinzip den Eltern einen Spiegel vorhalten. Ne? So ein Kind ist offen, ist kreativ, ist entdeckerfreudig und lebenslustig und spiegelt vielleicht der Mutter all das, was sie selbst nicht ausgelebt hat oder auslebt. Mhm. Und deswegen muss die Mutter oftmals dieses Kind klein halten oder abwerten. Es gibt ja diese narzisstischen Eltern, die dann so agieren.
Und dieses Kind kommt dann mit einem Traumata oder versteckt das dann im Körper oder manifestiert das im Körper und kommt dann später zu dir? Also wir können es sogar noch eine Stufe weiter treiben. Wir können sagen, auf jedes Gefühl im Außen, auf das ich negativ reagiere, also jemand hasst, zum Beispiel jemand ist voll im Hass oder jemand ist voll in der Angst oder jemand ist voll in der Trauer und ich reagiere negativ darauf, kann ich da Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Gefühl auch bei mir abgewertet ist. Ein Kind ist dadurch der perfekte Spiegel für die Gefühlswelt der Eltern, weil Kinder alle Gefühle einfach mal auf Maximum gepegelt haben, ganz laut. Die positiven wie die negativen. Und dadurch prallen sie natürlich maximal auch an die Blockaden der Eltern. Und jetzt wiederholt sich das, was du meinst. Ja? Jetzt werten die Eltern, also eins zu eins, was in ihnen abgewertet ist, das werten sie auch im Außen ab. Die sagen, also so geht das nicht, so kann man nicht. Ja? Also Hass zum Beispiel ist das negativste Gefühl bei Menschen, komplett abgespalten, trotzdem führen wir ständig Krieg. Warum? Weil es gespalten ist. Eine Spaltung ist ja das Gegenteil von Heilung. Ja? Wenn es zwei Gegensätze gäbe, dann gibt es Heilung und dann gibt es Spaltung. Ja? Und das heißt also im Klartext, die Kinder zum Beispiel sagen ja auch dann, ich hasse dich oder so. Ja? Das sagen die nie ohne Grund. Dieses Hassen tun wir, wenn unser Selbstwert angegriffen wird. Brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Ja, steht auch im Buch und steht auf der Homepage. Also der Selbstwert wird über den Hass geschützt. Vielleicht auch, wenn man hilflos ist als Kind. Ne? Man ist ja das schwächere Glied in der Familie. Sollte man nicht sein. Im Verbot, wird weggesperrt, hat einen Stubenarrest bekommen oder irgendwas. Und dann ist das Kind in seinem Kinderzimmer und trommelt mit den Fäusten gegen die Wand und sagt, blöder Vati oder... Und ich hasse dich oder du bist doof oder so, schreibt man dann an die Wand oder so. Es ist halt mehr als das. Also das ist jetzt wieder Chialung par excellence sozusagen. Das ist das auch, was ich vor Jahren herausgefunden habe. Das ist, der Hass schützt den Selbstwert. Also das ist wie unser psychisches Immunsystem. Wir haben ein psychisches Immunsystem, ist hier unten verortet im Vitalchakra. Und wenn jemand den Selbstwert angreift, ist das ungefähr so, als würde ein Virus in deinen Körper kommen oder ein Bakterium. Was kommt dann zum Greifen? Die Killerzellen. Das ist ja ein schöner Name. Ja? Die killen. Du würdest ja nicht, Wut würde bestrafen, Hass tötet. Hass ist der Mörder. Ja? Hass sagt, okay, du bist raus, zack, ich radiere dich weg, ich bringe dich um. Auf der Seite des Immunsystems ist das extrem wichtig, weil sonst jedes Bakterium sich bei uns wohlfühlen würde, was vielleicht nicht so uns so gesund macht. Also man muss töten dürfen, das Immunsystem muss töten dürfen, um gesund zu sein. Wenn man das so formuliert, dann versteht man vielleicht, wie wichtig der Hass sein kann. Ich sag mal, ich treib's mal auf die Spitze, man muss seine Eltern töten dürfen. Nicht emotional, nicht wirklich im Sinne von, ne, nicht physisch. Aber wenn sozusagen das Kind die Eltern hasst, wurde der Selbstwert des Kindes, und zwar durch die Eltern, angegriffen. Das Kind hasst nicht ohne Grund. Und es geht auch nicht um die Gummibärchen. Es geht um den fehlenden Respekt. Denn wir begegnen den Kindern ja nicht auf Augenhöhe. Du hast es gerade eben schon so gesagt. Wie hast du es formuliert? Also es ist irgend so ein, ja, auf jeden Fall degradiert da unten. Das Kind ist immer unter den Eltern. Abwertend, habe ich gesehen. Ja. Also so, das ist ja keine gesunde Beziehung. Eine gesunde Beziehung ist immer auf Augenhöhe. Egal, was ist. Der andere ist behindert, auf Augenhöhe. Der andere ist krank, auf Augenhöhe. Der andere kann was oder kann was nicht, immer auf Augenhöhe. Und das haben wir komplett verlernt, weil wir es nie beigebracht bekommen haben. Das ist aber die Grundhaltung im Kosmos. Ein Hai respektiert seine Beute. Die Beute respektiert auch den Hai. Da gibt es keine große Hierarchie, so wie wir das kennen und glauben. Es basiert viel mehr auf Respekt und Wertschätzung in der Natur, als wir das bisher auch nur begriffen haben, weil wir viel zu sehr immer hierarchisch auf die Dinge drauf gucken und immer nur den Kampf des Überlebens sehen wollen auch und dabei gar nicht erkennen, wie sozial und kommunikativ die Natur in Wirklichkeit die ganze Zeit über ist. Und so ein geschädigtes Kind, sage ich mal, hat dann später Beziehungsprobleme. Probleme mit Chefs, die autoritär sind, die abwertend sind, ja, und eben mit Mobbing. Oder ist dann so ein Fall, was sich mobben lässt. Das ist ja auch immer eine zweiseitige Geschichte. Und ja, und muss das aber auch erstmal alles erkennen. Ne? Muss nicht, aber genau, so kann es sich dann wiederholen. Genau, durch die Traumata in der Kindheit wiederholt sich das Ganze. Denn wenn man sozusagen einmal zum Opfer gemacht wurde, neigen wir dazu, uns selbst auch wieder immer wieder zum Opfer zu machen. Das ist die negative Selbstbestätigung. Da könnte man jetzt auch schon lange drüber reden. Lassen wir es einfach mal dabei bewenden, dass jeder Mensch im Licht und im Schatten Bestätigung haben möchte. Und zwar so, wie er bereits ist. Und im Licht ist das normalerweise kein Problem, im Schatten ist es bedenklich. Dann suche ich mir zum Beispiel eine Partnerin, die genauso lieblos ist, wie meine Eltern lieblos zu mir waren. Es fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist exakt die richtige Dosis an Liebe. Mehr vertrage ich nicht. Wenn ich mehr Liebe bekomme, bringt mich das nämlich in eine Spannung.
Ja? Ja, weil dann spüre ich ja meine eigene Lieblosigkeit. Dann spüre ich, wie lieblos ich eigentlich die ganze Zeit zu mir selber bin. Mhm. Und ja, da müssen erstmal Tränen fließen oder da müsste ein Heilungsprozess geschehen. Also so, dadurch suchen wir uns auch immer Menschen, die ähnlich gebaut sind, strukturiert sind wie wir. Mhm. Wenn wir Kontakt haben zu jemandem, ja, der sozusagen höher schwingt oder der freier ist, bringt einen das in eine Spannung. Und das ist im Grunde auch das, was ich ganz schön finde. Wir sind alle Heiler. Jede Begegnung ist heilsam. Denn entweder lerne ich etwas im Schatten, so, ich kann eine Person nicht ausstehen oder sie bringt mich in Rage, bringt irgendwas zum Vorschein. Ja, wen oder was spüre ich denn da? Meinen eigenen Schatten. Also da könnte ich was lernen, wenn ich bewusst bin. Oder aber es heilt etwas. Weil ich merke, das ist so, ja, wie du mich so anlächelst. Also, so, also da lacht mein Herz. Ja, da ist, ach, da, nein, ich höre aufmerksam zu. Meine Seele gestreichelt, wenn du mich so anschaust. Ich erinnere mich auch an viele Dinge. Und dann passiert ja vielleicht auch Heilung. Also, ja. Wir heilen die ganze Zeit. Also jede Begegnung ist beides. Und man darf vielleicht ein bisschen achtsamer durchs Leben gehen und schauen, was triggert mich am anderen. Mhm. Also als ich angefangen habe mit Moderation, sehr viele Jahre her, hatte ich mal so ein Moderationsseminar mitgemacht. Und in der Pause habe ich dem Lehrer gesagt, also diese Arabella Kiesbauer, die kann ich überhaupt nicht leiden. Die hat damals so eine Nachmittagssendung gemacht. Die ist so quirlig und die ist so, ach, da kann man ja, die ist so, da hat er zu mir gesagt, du bist doch ganz genauso. Mhm. Und wahrscheinlich kannst du die nicht leiden, weil du selber so bist. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden. Man sieht immer das oder es stört einem das am anderen, was man selber auch in sich trägt. Ob das jetzt die positiven wie auch die negativen Sachen sind und alles, wo man sich aufregt über jemanden, sollte man mal überlegen, was hat denn das mit einem selbst zu tun? Ne? Immer. Es geht gar nicht. Es ist wie Physik. Wenn jemand, ich bin nicht ängstlich und jemand ist ängstlich, dann habe ich eher Mitleid oder Mitgefühl. Mhm. Aber es macht ja nichts mit mir. Aber wenn jemand etwas fühlt, wo ich ein Problem mit habe, habe ich mit diesem Gefühl ein Problem. Jemand ist arrogant und ich denke mir, boah, wie kann man so arrogant sein? Ja, dann habe ich ein Problem mit meiner eigenen Arroganz. Mhm. Und so weiter. Es ist immer das eigene. Weil was wir spüren ja zunächst immer nur erstmal uns selbst. Wir spüren immer die eigene Gefühlswelt und was da hochploppt. Und deswegen ist es wunderbar und es ist wichtig, dass wir da bewusst damit umgehen. Deswegen gibt es ja auch deine Arbeit, die du machst. Also zum einen diese Qi-Heilung, aber auch zum anderen die Bücher. Wir haben hier noch das Buch, wie Herzen miteinander sprechen. Als erstes muss man ja mal vielleicht sein eigenes Herz hören und überlegen, wie kommuniziert das eigentlich mit mir? Durch Bluthochdruck zum Beispiel? Das ist ein organisches Herz, ja. Puls oder, ja, aber es kommuniziert ja, ne, wenn ich aufgeregt bin oder vielleicht auch durch den Hormonhaushalt. Mhm. Aber wie kommunizieren denn Herzen miteinander. Ich habe mal jetzt auch gerade in einem Seminar von Andreas Beutel gelernt, wir haben ja eine Weite, eine Energieweite von mindestens 9 Metern, ne, im Raum. Ach, weit mehr, ja, das sind das Magnetfeld vielleicht. Ja, machen wir das auch gerne mal live und in Farbe. Also, ja, okay. Ich traue dir das durchaus zu. Also du kannst deinen Herzchakra spüren. Also dazu musst du einfach den Brustkorb reinspüren. Nimm dir halt einfach ein paar Sekunden Zeit dafür. Ja? Also einfach ruhig atmen und die Aufmerksamkeit vom Kopf wirklich ins Herz senken, dass du dann den Herzraum spürst. Einfach akzeptieren, so wie es ist. Da fühlt sich vieles gut an, anderes vielleicht bei den Schultern ist so ein bisschen gespannt oder so. Okay, ja? Egal, ja? Du spürst, der Raum ist weiter, als er physisch ist. Richtig? Ich habe einen sehr großen Herzraum, ja. Du spürst mich, richtig? Du spürst meine Energie. Ja. Du spürst die Gegenwart, ja? So, du spürst vielleicht auch, also keinen großen Widerstand zum Beispiel. Nee, ich habe auch nicht Angst oder irgendwas vor Exakt dir. So. So. Wir sind von Herz zu Herz miteinander verbunden. Mhm. Wir sprechen Herzen miteinander so. Genau so. Ich kann jetzt, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt was machen, energetisch, wenn du willst. Inwiefern? Du merkst du die Schulterspannung? Ich habe generell viel Spannung. Ich kann ja diese Spannung wegnehmen, wenn du möchtest. Gerne. Ja? Du kannst doch meinen ganzen Schutzpanzer, den ich mir so aufgebaut habe, gerne mal aufbrechen. Ich versuche das schon. Darf ich das kommentieren? Ja? Ja. Also, diese Schulterspannung ist Selbsthass sozusagen. Ja, das ist starker ich Stress. Ich habe das schon erkannt in unserem Gespräch. Ja? So, ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt ja dir Energie senden, damit das weicher wird. Mhm. Warum können wir das? Weil wir schon energetisch miteinander verbunden sind. Wir sind schon bereits eins sozusagen energetisch. Wir sind eine Energie, nicht zwei. Jetzt kann ich dir sozusagen eine Lösung schenken für dieses Problem, weil ich habe dieses Problem nicht. Mhm. Du könntest mir auch eine Lösung schenken für meine Probleme, aber das ist was anderes. Ja? Also ich kann dir jetzt zum Beispiel ich kann dir jetzt Energie schicken, genau dorthin. Ja? Und du kannst mal gucken, was dann passiert oder auch was nicht passiert. Einfach nur wahrnehmen. Ja? Also was ich jetzt quasi mache, es ist ungefähr so, als würde ich, ich mache es ein bisschen anders, aber als würde ich sagen, ich gönne dir genau die Liebe und Wertschätzung, die du brauchst. Genau,
genau an diese Stellen im Körper, die da so verspannt sind. Ja? Mhm. So, gib dir mal ein bisschen Zeit, Sekunde bitte. Also ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich jetzt mit dir zusammenhängt oder auch, weil ich jetzt mich darauf konzentriere, ruhiger zu werden. Das ist mal die Frage. Aber in deinem Buch geht es ja um die Empathie, wieder Empathie zu spüren mit anderen Menschen, mit anderen Herzen. Wie kann man denn wieder empathisch werden? Also ich denke, jeder Mensch ist es ja von klein auf, aber man hat es irgendwann abtrainiert bekommen oder sich eben geschützt. Wir haben es ja schon zum Teil besprochen, aber wie kann man das wieder aufbrechen? Auch vielleicht, was unsere Gesellschaft betrifft, ja, Experten sprechen auch, wir haben eine traumatisierte Gesellschaft und wenn jeder bei sich selber mal schaut, hat jeder sein Päckchen zu tragen, aber wie kommen wir denn insgesamt, wie man so schön sagt, im Kollektiv wieder dahin, dass wir höher schwingen, dass wir uns miteinander wieder verbinden, uns zuhören und Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Wie gesagt, zunächst mal das Wichtigste ist, den Herzraum wieder entdecken. Das kann jeder. Das ist nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Das ist einfach nur den Brustkorb fühlen. Das ist einfach nur den Brustkorb fühlen. Auch gar nicht jetzt nichts draus machen. Sagen, oh, jetzt muss ich mein Herzchakra fühlen. Ach, ich weiß gar nicht, wie mein Herzchakra aussieht. Da muss ich mir jetzt so ein grünes Chakra vorstellen. In welche Richtung dreht denn dieses Chakra jetzt nochmal? Viel zu verkopft, ja? Einfach den Herzraum spüren, Punkt. Und dann mal gucken sozusagen und eben einfach auch es sein lassen. Im Sinne von, es darf sich gut anfühlen, es darf sich schlecht anfühlen. Es wird immer beides da sein. Das ist, that's life, das ist einfach normal. Da ist immer Licht und da ist immer Schatten. So, und im schlimmsten Fall ist mein Herzchakra vielleicht blockiert, dann ist das eben ein dunkler Ort sozusagen und irgendwie bedrückt. Das ist nicht schlimm. Energie folgt der Aufmerksamkeit, also kaum, dass ich da meine Aufmerksamkeit hinrichte, wird das Licht heller, 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 heller. Und dann wird der Raum weiter, 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 weiter. Jetzt spüre ich auch mehr, jetzt spüre ich die Energien von anderen vielleicht. So, und da sind wir schon im Raum der Empathie. Genau, das ist Empathie im energetischen Sinne. Und dass ich jetzt eben die Energien von anderen spüre, auch wirklich mit offenem Herzen, man muss mit offenem Herzen spüren, wie es jemandem anderen geht. Viele sind immer, glauben immer, empathisch zu sein und in Wahrheit spüren sie nur wieder mal ihre eigenen Probleme und geben dann dem Umfeld die Schuld, so, ach, die Energie ist so schlecht hier. So, ne? So, ja, pff, nee, die Energie ist gut, du hast einen schlechten Tag. Wie ist es mit Fremdenergien, die also wenn man sich sehr viel mit negativen Energien aufhält, ne, das passiert nun auch mal, je nachdem, wo man zum Beispiel arbeitet oder wo man sich auffällt, kann es passieren, dass man viele negative Menschen um sich hat mit negativen Energien. Wie schützt man sich davor oder wie kommt man klar mit diesen klassischen Energieräubern? Ne? Ich merke das zum Beispiel jetzt schon dran, dass ich dann so gähnen muss. Also schon am Telefon manchmal kriege ich plötzlich, ich bin nicht müde, aber als ob da... Also, ich persönlich glaube nicht an Energieräuber. Also ich habe noch keinerlei Beweise dafür gefunden, dass es energetisch ist. Ich sehe es nicht so, sondern wir klauen uns eben selbst die Energie. Also wir haben diese Spaltung, wir haben die abgespaltene Energie in uns. Für die übernehmen wir keine Verantwortung, die empfinden wir als fremd. Schwuppdiwupp, Fremdenergie. Ja? Also ein abgespaltener Anteil ist der Klassiker, dass jemand behauptet, da wäre Fremdenergie. Es ist keine Fremdenergie. Du willst bloß mit der Energie nichts zu tun. Ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber mir geht es in letzter Zeit so, mich rufen wildfremde Menschen an, weil sie das Gefühl haben, in mir jemanden zu finden, der so tickt wie sie selber und erzählen eine Stunde lang über ihre Projekte, über ihre Dinge. Und ich bin dann auch sehr redselig und danach fühle ich mich total ausgelaugt und denke, boah, das kannst du aber nicht so oft machen. Ich komme ja nicht mehr zu meinen eigenen Arbeiten. Der letzte Satz ist der entscheidende. Ich komme selbst nicht zu meinem. Und jetzt denk nochmal, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe, mit den Schuldgefühlen. Ich muss funktionieren. Ich muss was erleisten. Ich bin es noch nicht. Ich fühle es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Ich muss es erst bekommen. Was habe ich gesagt vorhin? Von wo musst du es bekommen? Von außen. Das ist bei Schuldgefühlen leider immer der Fall. Du musst nichts von außen bekommen, sondern nichts von außen erreichen. Aber dir würde ich, das wäre 100%, was ich dir sagen würde, wenn du jetzt zu mir in die Therapie kämst, arbeite dein Schuldgefühl auf und guck mal, was passiert. Ich wette, Fremdenergie und die Energieräuber sind gar kein Problem mehr. Weil du schuldest diesen Menschen nichts, sie schulden dir nichts, die Konten sind auf einmal ausgeglichen. Und du wirst eher auch, wirst klarer werden. Du wirst klarer werden im Sinne von so, ja, ich habe jetzt aber wirklich keine Zeit mehr oder so, ja, aber mit Liebe einfach, ja, so, sorry. Aber du fühlst dich nicht schlecht, weil dir irgendjemand ein Ohr abkaut, zum Beispiel. Auch genervt sein. Rate mal, was genervt sein ist. Das ist Stress. Ich bin genervt. Was ist Stress? Hass.
was noch genauer? Selbsthass. Ohne Selbsthass im Körper bin ich nicht genervt. Da ist eine nervige Person. Und ich kann das auch erkennen. So, ja, wow, okay, die würde, glaube ich, vielen Menschen ganz schön auf den Zeiger gehen. So, viel Glück. So, ja, weil man weiß ja dann auch, okay, ihr Schicksal wird jetzt leider ja auch nicht so schön sein, weil wer so ist, ja. Aber da würde eher Mitgefühl durchschwingen. Ja, und nicht, boah, die hat mich aber so genervt. Oh. Also wieder, Selbstverantwortung. Es ist fantastisch, dass wir da jetzt so offen drüber reden können. Du siehst, wie schnell man in die Falle tappt. Mhm. Ja? Wir reden darüber, ja, wir müssen mehr Selbstverantwortung. Ja, aber dann gibt es diese nervigen Leute. Also diese, ich habe die nicht als nervig empfunden. Es ist nur so, ich habe denen gefühlt ganz viel Energie gegeben. Die gehen aus dem Telefonat, oh, super, toll. Und ich selber denke, oh, jetzt habe ich gar keine Kraft mehr oder Energie. Jetzt, das ist der Klassiker. Das, was ich, du wiederholst das Drama aus der Kindheit. Du hast deiner Mutter ganz viel gegeben und sie hat es nicht angenommen oder es ist verpufft. Das ist einfach nur das Drama aus der Kindheit. Du musst denen auch gar nichts geben. Wo kommt denn diese Idee her, dass du denen, ich gebe denen Energie und gebe denen... Stopp. Wer hat denn behauptet, dass du das müsstest? Wo kommt denn dieser Anspruch her? Das passiert einfach, weil derjenige am Telefon vielleicht sympathisch ist oder so. Hm? Ja, ich sage das nicht umsonst. Also das ist das Schuldgefühl, was das sozusagen indiziert, was dir das vermittelt, dass das sein müsste oder du sollst, musst du überhaupt nicht. Mhm. Behalte die Energie ruhig für dich, fühl dich wohl in dir, Punkt. Und du wirst feststellen, die Leute haben überhaupt nichts dran. Zum Beispiel, ich habe absolut 0% gerade das Gefühl, Energie zu verlieren. Hast du das Gefühl, ich bin irgendwie egoistisch oder ich halte jetzt gerade die Energie für mich knapp oder so oder gebe dir nichts oder so? Nee. Aha. Also man muss seine Energie nicht verschwenden. Es gibt so etwas wie Energiemangel nicht. Weil wir haben immer 100% Energie. Wir haben nur verschiedenen Kontakt dazu oder nicht. Allein diese Idee, ich gebe Energie, ist sozusagen physikalisch gesehen, wenn man es von der Chi-Heilung oder von der energetischen Seite, gar nicht korrekt. Weil wir sind mehr wie so eine Badewanne und wir planschen immer mit dem gleichen Wasser. Ja? So. Aber ich erlebe das bei einer Freundin auch, die besucht ganz viele Menschen, die krebskrank sind oder depressiv oder so. Ne? Und die geht dort immer hin zum Kaffee trinken, bringt was mit. Und wo ich dann immer denke, Mensch, ob sie sich selber damit was Gutes tut, ne? wenn sie das so viel gibt. Also Menschen verausgaben sich, haben Burnout und alles. Ja, aber das ist selbst kreiert, ohne jetzt, ne? Ich will das nicht abwerten, aus den Mustern heraus. Wenn der keine Blockade ist, ja? Wenn die Blockaden gelöst sind, wird ein Mensch immer wohlwollend sich selbst und anderen gegenüber sein. Und die Konten sind immer ausgeglichen. Niemand schuldet niemandem irgendwas. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Warum denn auch? Wozu denn? Allen darf es gut gehen, aber wir fangen immer erstmal beim eigenen Wohlgefühl an, weil darüber haben wir Kontrolle. Und wenn wir da aufgeräumt haben, werden wir feststellen, diese ganzen Ideen und Vorstellungen, die viele haben, wenn es um Fremdenergien, Energieräuber geht, ja, Energievampire, sind einfach falsch. Sie entstehen aus dem fundamentalen, abgespaltenen Schuldgefühl. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Das sind ja einfach Sachen, die man so aufschnappt, wenn man zu viel im Internet unterwegs ist. Ja. Ja, vielleicht reden wir noch ein bisschen über dein Buch, wie Herzen miteinander sprechen. Mhm. Du hast ja sogar neue Wörter kreiert oder zusammengesetzt. Ich weiß nicht, ob das deine Idee ist. Auf jeden Fall, dann, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Mhm. Warum eigentlich? Also Wörter wie liebsam. Mhm. Also ich kenne jetzt einsam und strebsam und liebhaben oder sowas. Mhm. Aber liebsam heißt mitfreuen, mit verliebt sein. Mhm. Ist eigentlich ein schönes Wort. Mhm. Oder nogitiv, zwei gegensätzliche Gefühle. Oder frangst. Mhm. Die Fremdangst. Fremdangst, die Angst eines anderen fühlen, mitfühlen. Wie kamst du auf diese Sprache und was sollen diese Wörter? Naja, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Heißt es ja nicht umsonst. Und wenn wir kein Wort für etwas haben, dann können wir es oft auch nicht begreifen, sprichwörtlich. In der Chi-Heilung machen wir aus den Dingen wirklich Objekte. Also wir begreifen sie, wir greifen danach, wir erlauben, dass sie vor uns erscheinen, wir fühlen, ertasten sie eventuell sogar. Ja? Also dass sie eine eben dreidimensionale Form haben, weil das eben energetisch so ist. Und dafür braucht es ein Wort. Und wenn wir Wörter finden für diese empathischen Phänomene, die wir als Kinder noch alle hatten und Tiere die ganze Zeit, und weil das ja die universelle Sprache im Kosmos ist, also Empathie ist die Sprache im Kosmos schlechthin, und dann, wenn wir Wörter finden wieder für das, was wir fühlen, können wir es besser adressieren und auch kartografieren, also dass wir verstehen, was geht hier eigentlich gerade vor. Nehmen wir Frangst, ja, die Fremdangst, das kennt nämlich jeder. Da wären wir in diesem Raum, wo man sagt, ich komme irgendwo hin, und da jemand ist sehr ängstlich und ich kriege auch so Kälteschauer oder sowas. Mhm. Kennt auch fast jeder. Man spürt irgendwie so die Angst des anderen. Mhm. Damit man das unterscheiden kann, was ist jetzt meine Angst, was ist die Angst des anderen,
das neue Wort Frangst. Ja? Ohne Wertung, immer ohne Wertung. Nicht im Sinne von, deine Frangst macht, sondern einfach nur, ja, aha, das ist jetzt die fremde Angst. Jedes Gefühl eines anderen lässt sich spüren. Ja? Also man könnte quasi für jedes Gefühl dann nochmal ein eigenes Gefühl kreieren. Liebsam finde ich ganz wichtig. Das ist das, was Kinder oft empfinden. Also man ist sozusagen, man ist verliebt in die Liebe eines anderen. Man liebt es, dass sich zwei lieben. Ganz wichtig für ein Kind bei der Ehe der Eltern. Ein Kind möchte, dass die Beziehung der Eltern liebevoll ist und finden das auch gut. Ja? Und lernen anhand sozusagen dieses Vorbilds dann auch, ach, wie geht Mann und Frau miteinander um? Ja, was ist Liebe überhaupt? Und schauen sich das sozusagen auch dann natürlich ab, bekommen wir eine Blaupause dann für den Rest ihres Lebens, was Beziehung ist. Das nennt man den Beziehungsstil. Und liebsam ist also eine Person, die eben liebevoll sozusagen reagiert auf die Beziehung von anderen. Auch das kennen wir. Warum gucken wir denn romantische Filme? Wäre absurd, wenn wir nicht emotional, empathisch mitschwingen, mitfühlen würden. Dummerweise fühlen wir... Ich wollte mal einen Beitrag machen. Wir haben ja bei uns auf der Homepage auch so, der nennt sich Kronenchakra Club, also wo so lauter Videos online sind und Webinare, sozusagen Seminare in Videoform. Da wollte ich einen Beitrag machen, was sich auch in der Medienwelt getan hat. Auf Netflix zum Beispiel ist 9 von 10 Filmen sind mit Mord und Totschlag. Und die Zahl hat wahnsinnig zugenommen. Also wenn man das wirklich mal, ich habe das mal so verfolgt, ja, über 10, 15 Jahre guckt, dann ist es inzwischen normal, dass selbst in einer romantischen Komödie irgendeine Leiche auftaucht. Es ist völlig normal geworden. Das ist ganz spannend. Ja, und das gab es früher nicht. Auch die Anzahl der Leichen hat exponentiell zugenommen. Das kann man wirklich, man könnte das zählen. Aber ja? Das war vor 20 Jahren schon so. Nicht also, in dieser Menge. Doch, ich hab vor 20, war noch länger her, angefangen, Journalistik zu studieren. Da haben wir das mal ausklamüsert. Da gab es damals schon über 200 Krimiserien im Fernsehen. Ja, es hat also diese das ist ja Wahnsinn. Arztserien, Krimiserien, das ist irgendwie das Thema, ne? Ja, aber auch wirklich generell. Also die Filme mit brutaler Gewalt nehmen immer weiter zu. Das macht ja was mit uns. Mhm. Und da werden wir ja auch geprimed auf Gewalt. Also es ist sozusagen normal. Ne? Ich wache morgens beim Frühstück auf und da liegt dann ein Toter. Ja, okay. So. Hahaha, ha, ha. Witzig. Das hatte ich, das macht jetzt aber schon wieder das nächste Thema auf. Ja. Das Gefühl hatte ich mit diesen ganzen Science-Fiction-Filmen. Lustigerweise gucke ich jetzt gerade sehr gerne solche. Mhm. Die uralte Science-Fiction-Filme, wo du denkst, auch die 80er Jahre, ja, die waren wirklich so. Wo ich das Gefühl habe, diese Science-Fiction-Filme sind ja eigentlich ins Leben gerufen worden oder überhaupt viele Filme, um uns auf irgendwas vorzubereiten. Na, zum Beispiel die Corona-Krise, da gab es ja auch schon Filme mit Epidemien, mit Pandemien oder sowas, um uns darauf vorzubereiten, wie verhalten sich Menschen in so einer Situation, die tragen Maskenschutzanzüge, was wir ja dann alles auch erlebt haben, um die Menschen quasi, die können das dann als normal einstufen. Ja, man muss das dann so machen, wenn so ein Virus uns alle bedroht. Und so wurde das ja dann global auch irgendwie durchgezogen. Also wir werden von vielen Seiten manipuliert. Und es ist, denke ich mal, wichtig, dass wir da mehr für uns selber Klarheit finden und aufräumen. Und im Herzen fängt es nun mal einfach an. Wenn man im Herzen nicht klar ist, dann kann man gar nicht sauber fühlen. Und wenn ich nicht sauber fühlen kann, kann ich oft auch nicht sauber denken und gar nicht klar entscheiden, was ist jetzt wahr, was ist falsch. Und die Innenwelt aufzuräumen, ist immer erstmal das Wichtigste. Die eigene Innenwelt, nicht die des Nachbarn. Gut, ich sehe schon, unsere Zeit ist vorangeschritten, aber vielleicht können wir wie quasi so eine Quintessenz den Menschen am Bildschirm mit auf den Weg geben, wie die ersten Schritte vielleicht sind. Also es ist ja wirklich ein langer Prozess, um da wirklich hinzukommen, dass irgendwie seine Schatten... Wie gesagt, also das Erste und Wichtigste fände ich, dass man den Herzraum für sich neu entdeckt, dass man in den Brustkorb reinspürt und herausfindet, wie fühle ich mich in meinem eigenen Körper. Und einfach erlaubt, seinem eigenen Körpergefühl erlaubt, so zu sein, wie es ist. Dann werde ich merken, die Anteile in mir, die sozusagen dem Schatten zugeordnet sind, erzeugen eher Spannung und Unwohlsein. Die Teile, die dem Licht zugeordnet sind, die sind heller, strahlender und fühlen sich auch weicher und offener an. Jeder Mensch hat immer Licht und Schatten. Also es geht nicht darum, den Schatten wegzudrücken oder wegzumachen, sondern es geht darum, ihn erstmal zu fühlen und zu akzeptieren, so wie er ist. Ihn sogar zu wertschätzen. Ohne den Schatten wäre ich ja nicht, der ich bin. Also Selbstwertschätzung, der Selbstwert, die Rückgewinnung des Selbstwertes fängt beim Schatten an, nicht beim Licht. Wenn wir gut aussehen, das finden wir mal toll. Ja? Wenn ich furchtbar aussehe, das zu wertschätzen, das ist das Schwierige. Und der Schatten ist das Hässliche, der Schatten ist das Böse, der Schatten ist das Negative. Und der Schatten ist also dadurch natürlich auch immer das maximal Abgewertete. Das wertzuschätzen ist eigentlich der wichtigste und erste Schritt. Dass ich zum Beispiel zu meinem Schatten sage, ich gönne dir alles, was du brauchst, wertvoll und kostbar zu sein.
Ist das dann so, wenn man früh in den Spiegel kommt und sagt, oh Gott, es ist halt nicht mein Tag, wie sehe ich denn aus? Und sagen, juhu, ich bin heute einfach mal faul und schlecht drauf und traurig. Ich bin einfach heute mal traurig. Aha, jetzt sind wir schon beim Gefühl. Es geht immer um Gefühle. Genau, also reinspüren, was würde das emotional in mir aus? Das Gefühl, was da hochploppt und negativ ist, das negative Gefühl, das aufwerten. Und sagen, okay, meine Trauer, das bin ich traurig, ich gucke ins Spiel und denke, um Gottes Willen, wer hat den Zombie rausgelassen? Also dann, ich gönne meiner Trauer, ich gönne meiner Minderwertigkeit all die Wertschätzung und Liebe, die sie braucht. Das wird schon was verändern. Und das sage ich so lange, bis ich vielleicht ein erhebendes, nicht abdrehendes, sondern einfach ein weicheres, ein bisschen ein Gefühl bekomme, ach, da ist sozusagen wieder mein Wohlgefühl ist wieder da. Also dieses, ach ja, ich kann liebevoller in den Spiegel schauen. Das wäre eine durchaus ja, Möglichkeit, damit umzugehen. Und so gehen wir aber nach Möglichkeit Stück für Stück mit jedem negativen Gefühl um, was hochkommt. Wir werten es auf. Wir sagen immer dazu, ich gönne dir alles, was du brauchst. Gibt es noch was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest? Absolut. Also ich fände es ganz toll, wenn mehr Menschen sich damit befassen würden, wie sie einen Körper wahrnehmen. Eben, dass er viel weiter ist, weicher ist, größer ist, als sie das physisch fühlen. Und dann eben vielleicht auch wirklich lernen, ihre Gefühle zu adressieren. Also einfach mal zu Hause, spaßeshalber, erlauben, dass die Angst vor einem erscheint. Und dann mal gucken, was dann passiert mit dem Herzchakra. Was verändert sich? Wie fühlt sich das an? Was passiert, wenn ich meiner Angst alles gönne, was sie braucht? Wenn ich zu meiner Angst sage, ich gönne dir all die Liebe, Geborgenheit und Wertschätzung, die du brauchst. Aber vielleicht auch mal meine Lebensfreude von mir auftauchen lassen. Einfach von dem Herzen mal gucken, ach, was passiert denn dann? Ach, dann wird es vielleicht heller, weicher, schöner. Wenn ich unter einer Depression leide, wird es vielleicht noch dunkler. Auch das hat was zu bedeuten. Dann werte ich also auch hier wieder den Schatten auf. Und so lernt man sich selbst kennen. Und man kann sozusagen auch recht schnell als Laie so wie eine Liste erstellen, wo man merkt, ach, das Gefühl ist klar und rein. Mhm. Das Gefühl ist blockiert und verdunkelt. Das kriegt man in relativ kurzer Zeit erstaunlich schnell hin. Und wenn wir das alle machen würden, dann wäre die Welt morgen früh eine andere. Weil dann hätten wir besseren Zugang zu unseren Gefühlen, könnten ehrlicher darüber sprechen und hätten auch authentischeren Zugang zu unserem eigenen innersten kosmischen Bewusstsein, unserem eigentlichen Selbst. Ja, also Inspiration kriegt man hier eine Menge auf Pantarei TV. Entweder auf deinen Seiten. Also das Schöne ist ja, du hast vieles kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wo man anfangen kann damit oder eben sich Inspiration holen bei unseren Filmen. Da gibt es auch eine Menge. Jeder hat ja auch eine andere Herangehensweise, vielleicht anzufangen. Ich sage erstmal Dankeschön für die Therapiesitzung. Aber gerne, vielleicht stellvertretend für viele andere, die auch ähnliche Themen haben und dabei sind, die zu bearbeiten. Vielen Dank. Danke.